Mit Blick auf den Wirtschaftstag der Innovationen im November 2022 freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit Thomas Lang. Herr Lang, herzlich willkommen. Sie sind geschäftsführender Partner der Intagia Managementberatung GmbH und Sie beschäftigen sich mit den großen Feldern, was technologische Innovationen angeht und beraten Ihre Kunden zu diesen Themen. Dazu zählt unter anderem digitale Transformation, Informations- und Technologiemanagement und natürlich IT-Sicherheit und Datenschutz, eins der großen Themen unserer Tage. Ich will mal so rumfragen, wenn Sie sich angucken, was Sie bei Ihren Kunden so erleben, was sind denn typische Herausforderungen? Auf welche Probleme stoßen Sie immer wieder? Ja, vielen Dank. Also ich freue mich, dass ich da sein darf. Meine Themen sind tatsächlich alles rund um Datenschutz und IT-Sicherheit und Antwort auf Ihre Frage. Ich würde mich freuen, wenn die Unternehmen besser auf Hackerattacken vorbereitet wären, weil das erleben wir leider viel zu häufig, dass deutsche Unternehmen Opfer werden von Hackerangriffen. Und das könnte man, glaube ich, sehr viel besser machen und man könnte sehr viel frühzeitiger da aktiv werden und die richtigen Dinge in die Wege leiten. Dann muss ich natürlich sofort nachfragen, was sind denn die richtigen Dinge aus Ihrer Sicht? Was sind die wichtigsten Schritte, um IT-Sicherheit zu verbessern? Man muss wissen, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, das ist klar. Es ist aber in der Regel nicht das technische Tool, die neue Software, sondern es ist eine Gesamteinschätzung von IT-Sicherheit. Ich muss mir einmal im Unternehmen anschauen, wie steht es da? Und dann kann ich mit einfachen Maßnahmen die typische 80-20-Regel Maßnahmen verbessern und die IT-Sicherheit verbessern. Ein Beispiel, ich muss Netzwerke segmentieren und ich muss mich um meine hochprivilegierten Konten kümmern. Klingt sehr technisch, kann man aber auch nicht technisch erklären und ist eine der Maßnahmen, die sehr, sehr schnell wirkt. Von was für eine Art von Attacken sprechen wir denn? Sind es diese Ransomware-Attacken, wo dann Lösegeld erpresst werden soll? Oder geht es da auch um, es fällt ja schwer, das zu qualifizieren, aber bösartigere durch Staaten oder andere Akteure getriebenen Attacken? Naja, wir reden in der Regel über diese Ransomware-Attacken. Da geht es schlichtweg um Geld. Die Erpresser wollen Geld verdienen. Das ist, wenn sie so wollen, das Gute an der Geschichte. Denn den staatlichen Hacker, der ihr Intellectual Property klauen will, den sehen sie in der Regel gar nicht. Siehe Bundestag. Wir reden über die Unternehmen, die in der Zeitung stehen, die gehackt wurden, die verschlüsselt wurden und die nicht wissen, wie sie wieder auf die Beine kommen sollen und die sich besser schützen könnten vor diesen Themen. Wenn Sie da in ein Unternehmen kommen, wenn Sie mit Ihren Kunden arbeiten, Sie haben ja schon ein paar Beispiele genannt, aber was sind die wichtigsten Schritte? Wie gehen Sie vor, um effektiv Sicherheit zu vergrößern? Wenn IT-Sicherheit ein Haus ist, dann sollten Sie einmal um das Haus herumlaufen und nicht nur von der Straßenseite gucken, ob es schön beleuchtet, frisch gestrichen ist und ob die Fenster so aussehen, als wäre Dreifachverglasung drin. Wichtig wäre zu wissen, ob auf der Gebäuderückseite auch der Rasen gemäht ist und möglicherweise in einem Fensterloch noch eine Plastikfolie flattert. Wenn das so ist, dann kommt der Hacker wahrscheinlich nicht von der Vorderseite, sondern durch die Plastikfolie. Das erleben wir aber tatsächlich, dass alle Fenster schön sind, doppelverglast oder dreifachverglast, wie man das im Mittelstand eben macht, aber eben doch noch eine Folie da ist und die müssen wir finden. Es geht nicht um das technische Tool, das vorne noch Gitterstäbe vor die Fenster schraubt, sondern es geht darum, das eine Fenster zu finden, wo das noch nicht der Fall ist. Das heißt im Grunde ein 360-Grad-Blick auf Sicherheit und zu versuchen, rundum, es sind ja nicht mal offene Fenster, sondern Schnittstellen, die da dann im Zweifel zur Angriffsfläche werden. Wie sehr ist da der technologische Fortschritt ein Problem, auch auf Hackerseite, dass da immer wieder neue Methoden entwickelt werden? Ja, ist natürlich ein Thema. Die Ursache ist ja nicht, dass die IT-Abteilungen nicht dazu in der Lage sind, die Dinge gut oder besser zu machen, sondern die Entwicklung ist so schnell, die Ressourcen reichen häufig nicht aus und man rennt immer nur hinterher. Stichwort Patchen von Systemen. Und mit jedem IoT-System, mit jedem Handy, mit jedem iPad, mit jedem Notebook, das man bekommt, wird das Problem jedenfalls nicht kleiner. Deswegen ist der technologische Fortschritt, ich würde ihn nicht als Problem bezeichnen. Wir müssen damit umgehen und wir müssen uns bewusst machen, dass IT-Sicherheit in der Vorstandsetage entschieden werden muss. Wie ist es denn insbesondere mit Behörden? Sind die so abgesichert wie Privatunternehmen auch oder gibt es da auch qualitative Unterschiede? Es ist ja noch mal fast eine andere Sensibilität von Daten, die da eine Rolle spielt. Also ich kann jetzt aus keinem konkreten Fall von uns sprechen, wo wir mit einer Behörde zu tun gehabt hätten. Deswegen kann ich nicht keinen Vergleich ziehen. Die Vermutung, wenn ich Zeitungsartikel auch aus Hessen, wo ich herkomme, verfolge, dann haben staatliche Einrichtungen
häufig etwas länger zu kämpfen als Wirtschaftsunternehmen. Das ist aber mein Gefühl, das habe ich keine Evidenz für. Wenn Sie auf den Wirtschaftstag der Innovationen blicken, mit welcher Erwartung gehen Sie da rein? Welche Gespräche würden Sie gerne führen zum Thema IT-Sicherheit? Naja, das Tolle am Wirtschaftsrat ist ja, dass wir die Entscheider der Unternehmen da haben. Und ich habe eben gesagt, IT-Sicherheit muss im Vorstand der Geschäftsführung den Eigentümern transparent transparent sein und entschieden werden. Und das ist genau die Klientel, die man trifft. Und ich bin fast so ein bisschen missionarisch unterwegs, weil ich denke, wir müssen da mehr für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Und ich erlebe es jeden Tag. Ich begleite gerade wieder mehrere Unternehmen, die betroffen sind. Es ist eine Katastrophe und es könnte deutlich besser sein. Und dafür ist der Wirtschaftstag ein guter Ort, weil genau die Leute da sind, die es betrifft. Entweder weil sie Eigentümer sind oder weil sie Organe sind und Haftungsthemen möglicherweise auch haben. Und ehrlich gesagt, erleben will das auch keiner, weil das macht ja keinen Spaß und es ist extrem anstrengend und teuer ist es auch. Der Wirtschaftstag der Innovation dient ja auch, um mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Da ist regulatorisch viel unterwegs. Es sind viele Maßnahmen, die gerade angegangen werden. Was ist aus Ihrer Sicht besonders wichtig und wo aus Ihrer Sicht könnte man noch mehr machen, um IT-Sicherheit zu verbessern? Ja. Es gibt ja auf europäischer Ebene gerade eine NIS-Richtlinie, NIS 2.0. Das wäre ein guter Schritt, aus europäischer Sicht etwas zu tun, um auch am Weltmarkt anders wahrgenommen zu werden. Wir sind ein sehr großer Wirtschaftsraum, wir Europäer. Und wenn wir uns hier einheitlicher auch den anderen gegenüber aufstellen können, ist das gut. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade auskippen und nicht mit einer europäischen Regelung, vielleicht nationale Regelungen konterkarieren oder doppelt regeln. Das wäre ein großer Wunsch an die Politik. Und mit dem Thema, auf die Thema Hacker geguckt, könnte man mal diskutieren. Ich bin kein Jurist. Ob wir nicht, wie es die USA meines Wissens nach tun, sehr rigoros das Bezahlen von Lösegeld verbieten. Denn wenn die Hacker wissen, dass sie von einem deutschen Lösegeld, von einem deutschen Unternehmen kein Lösegeld bekommen können, dann ist die Frage, ob es sich für die Hacker noch lohnt, deutsche oder europäische Unternehmen anzugreifen. Fakt ist, im Moment müssen viele Unternehmen Lösegeld bezahlen, weil sie ansonsten nicht mehr an ihre Daten kommen, leider. Aber das könnte man vielleicht durch die Politik auch ein bisschen beeinflussen. Würde ich gerne unsere Erfahrung auch mit Juristen mal mit ins Gespräch und an den Tisch bringen und dann findet sich vielleicht eine Lösung. Eine spannende Diskussionsfrage. Vielleicht abschließende Frage, wenn Sie so, Sie haben gerade das europäische Ausland angesprochen, auch weltweit sich die Lage angucken. Wo steht denn die deutsche Wirtschaft und Industrie da? Ist das im Mittelfeld oder sind wir weit hinten dran? Was haben Sie da eine Einschätzung, wie das zu bewerten ist? Und gibt es vielleicht positive Beispiele, wo Sie sagen, danach sollten wir uns richten und das wäre der richtige Weg voraus? Das ist auch eine interessante Frage. Also ich würde sagen, so aus unserer Erfahrung, wir begleiten viele deutsche Mittelständler. Wir erleben schon, dass wir im Vergleich in Europa ganz gut aufgestellt sind, wenn ich auf IT-Sicherheit schaue. Wenn ich in die östlichen Länder gucke, ist es da oft noch ein bisschen bodenständiger und einfacher, was verfügbare Technologien angeht, vielleicht auch was verfügbare Geldmittel angeht. Wo kann man sich dran orientieren? Ich bin mir gar nicht sicher, ob Länder wie USA beispielsweise da uns einen riesigen Schritt voraus sind. Ich glaube, wir müssen eher in der Frage von auch Risiko, nicht Appetit und Hunger, aber Awareness, wie man bei uns in Hessen neuerdings sagt, uns überlegen, ob und wo wir als Unternehmen ein bestimmtes Risiko eingehen, wo wir es aber auch nicht tun. Und da sind uns die Amerikaner vielleicht ein bisschen voraus. Technologisch haben wir alle die gleichen Chancen. Herr Lang, wir freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen auf dem Wirtschaftstag der Innovationen. Das war Thomas Lang. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Herr Fischer. Freue mich auch.